Hi, ich bin Fabienne, das ist Pascal. Wir machen heute ein bisschen Sport mit euch und starten mit dem Warm-up. Ich zeige euch die leichtere Version und Pascal die Version für Fortgeschrittene. Wir starten mit einem Brustöffner. Dafür nehmen wir die Arme nach vorne, gehen in die Dehnung, dehnen unseren Rücken ein bisschen auf und gehen dann in die entgegengesetzte Bewegung, öffnen die Brust, strecken die Arme nach hinten und wieder nach vorne. Geht nur so weit mit der Bewegung, wie ihr das könnt, ohne Schmerzen zu haben. Noch einmal. Und wieder nach hinten. So, als nächstes fangen wir an zu marschieren. Die leichtere Version ist einfach, auf der Stelle zu marschieren. Die Fortgeschrittenen können gerne joggen. So, wir fangen an, leicht die Schultern zu kreisen. Wenn ihr könnt, dürft ihr gerne auch die Arme komplett kreisen. Und wir wechseln einmal die Richtung und kreisen die Schultern nach vorne. Okay, als nächstes machen wir einen Hampelmann. Die fortgeschrittene Version ist zu springen. Für die leichtere Version macht ihr einen Schritt zur Seite und schließt die Arme über dem Kopf. Wenn ihr könnt, könnt ihr gerne die Beine ein bisschen anwinkeln und ein bisschen tiefer gehen. Dann wird es schwieriger. Als nächstes ziehen wir die Knie an. Die leichtere Version ist, euch mit den Händen zu helfen und die Knie so hoch zu ziehen, wie ihr könnt. Für die schwerere Version könnt ihr die Arme dazu nehmen und das Ganze ohne Festhalten machen. Ihr könnt jede Übung so circa eine Minute machen, bis ihr euch schön warm fühlt und dann geht's weiter. Das waren unsere ersten Übungen zum Warm-up. Weitere Übungen gibt es auf notz.de oder auf dem YouTube-Kanal vom OSC. Viel Spaß beim Nachmachen!